Herzlich willkommen zu Pfeiffer fragt, der Polit-Talk im Norden, heute aus dem historischen Zeughaus in Wismar. Wir sind zu Gast bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir waren gerade bei den verschiedenen Punkten, an denen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung möglicherweise noch optimiert werden müsste. Lassen Sie uns mal auf den Anfang dieses Jahres gemeinsam zurückgucken. Da gab es in Paris ein Attentat auf eine Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Und in Frankreich gibt es die Vorratsdatenspeicherung. Aber auf den Urheber und auf die Drahtzieher kam man erst, weil einer der Terroristen seinen Ausweis im Auto vergessen hatte. Ist die Vorratsdatenspeicherung also quasi schön, wenn man sie hat, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man sie nicht hat, weil Vater Zufall und Kommissar Glück am Ende des Tages dann doch schon einen guten Teil mit an dieser Stelle eine Rolle spielt? Oder sollte man sich darauf nicht verlassen? Also ich denke schon, dass gerade Charlie Hebdo dieser fürchterliche Anschlag gezeigt hat, dass manche Begründungsmuster, die gebracht wurden, um danach dann zu sagen, wir brauchen auch die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, ebenso nicht tragen. Es hat sich auch in Amerika mal so herausgestellt. Da ist noch nicht mal richtig wirkungsvoll reagiert worden, als der Vater anrief und sagte, mein Sohn, der hat vor, ein Flugzeug zu entführen, bitte lasst ihn nicht die Maschine betreten. Und das kam irgendwie nicht an die richtige Stelle. Also es gibt da viele Dinge. Ich würde es aber jetzt nicht nur auf dieses Beispiel beziehen wollen, sondern ich glaube wirklich, dass neben auch vielleicht mal einem Aufklärungserfolg, den ja niemand bestreitet, auch eventuell mal mit der Vorratsdatenspeicherung, man sich immer aus meiner Sicht damit befassen muss, was heißt das denn wirklich vom Grundsatz her? Und da finde ich eben, dass eine Abwägung, die übrigens in meinen Augen jetzt noch nicht gut erfolgt ist mit diesem Gesetz, das hat, was Datensicherheit angeht, Speicherung von Daten angeht, was Berufsgeheimnisträgerschutz angeht, ganz klare Schwächen, weshalb ja auch geprüft wird, dagegen wiederum vorzugehen. Dass aber der Grundsatz doch schon sein muss, auch wenn es mal einen Erfolg geben kann bei Aufklärung, nicht bei Verhinderung von Taten, ich glaube, das kann man im Großen und Ganzen schon sagen, dass man doch am Ende sagen muss, Mensch, jetzt geht es einfach zu weit. Von Millionen Bürgern, es geht zu weit. Frage, die ich gerne weitergeben würde an den Herrn neben mir, lieber Manfred Murg. Wenn Sie sich angucken, wie viele Milliarden Metadaten, genau das, was wir durch die Vorratsdatenspeicherung bekommen könnten, am Tag in Amerika von einer National Security Agency oder in Großbritannien von GCHQ gesaugt wird, ohne Anlass, ohne Auftrag, ohne Bedrohungslage. Und man sich anguckt, gegebenenfalls, wie viel bleibt tatsächlich an Ermittlungserfolgen hängen. Heißt das nicht eigentlich, man braucht viel mehr Qualität statt Quantität, um wirklich voranzukommen? Ja, also ich will das jetzt nicht als reinen Gegensatz aufbauen, Qualität, Quantität. Aber dass man ein Instrument, was man hat, oder dass man eine Datei, im weiteren Sinne sind das ja nur Dateien, wir haben das bei der Antiterror-Datei auch gehabt vor einigen Jahren, dass man das sozusagen dahin postuliert, dass man sagt, wenn wir das nicht haben, dann wird es aber was passieren und die dagegen gestimmt haben, die sind schuld oder so. Das ist alles unsinnig, weil diese großen, dieses immer expandieren und immer mehr Daten und immer mehr wollen, da haben wir jetzt NSA und wir sehen, es ist mehr Missbrauch damit getrieben worden als Nutzen geschaffen worden. Das ist ganz eindeutig bei diesen PRISM-Geschichten. Bei der Vorratsdatenspeicherung, glaube ich, kann man das alles nur noch mal tiefer hängen. Aber wir müssen sicher sein, dass wir sozusagen mit Verstand den richtigen Fragen nachgehen. Die DDR, die Archive der Stasi waren auch voll und die haben nicht mitgekriegt, was sich tat. Also es kommt immer darauf an und das kann ich sagen, auch für die Arbeit des Verfassungsschutzes, auch dort, wo wir gescheitert sind, beispielsweise bei NSU, dieser rechtsterroristischen Zelle, man muss noch ein Gespür dafür haben und dem gezielt auch nachgehen, was sich wirklich bewegt in der Gesellschaft. Aber wer hat denn den Verstand, den Sie gerade postulieren? Wer würde denn operativ in einer solchen Situation bei einem entsprechenden Beobachtungsauftrag, bei einer entsprechenden Lagebeurteilung, bei einer entsprechenden richterlichen Vorgabe. Wer würde denn den Sachverstand haben und Ihnen, Kollegen, auf die Füße schauen oder auf die Bremse treten im schlimmsten Falle, weil sich ja im Zweifelsfalle gar nicht so schnell qua Charakter Ihrer Arbeit, die ja nicht öffentlich in einem Chatroom stattfindet, sondern hinter verschlossenen Türen und mit einer entsprechenden hochrangigen Form von Informationszugangssperre abläuft. Kommt ja so schnell kein Gremium mit. Also ein G10-Gremium, wie wir gelernt haben im Bundestag, steht ja auch entsprechend überrascht und nackig in Erbsen oftmals da, was da so zwischen Pullach und Berlin bei den, wie Sie es vorhin schon so nett genannt hatten, Schlapphüten und Schnüfflern passiert. Wer soll das denn leisten?
Also über die Not der parlamentarischen Kontrollgremien sage ich jetzt nichts, das ist selbst verschuldet. Die müssen für sich selbst bestimmen, was sie brauchen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und es ist nicht sozusagen die Schuld des Verfassungsschutzes, wenn die parlamentarischen Kontrollgremien ihren Job qua Mangel an Kompetenz, qua Mangel an Personal nicht machen. Also das muss ich mal so sagen. Und für den Verfassungsschutz wäre es gut, wenn er besser kontrolliert würde, weil dann könnte man auch mehr Vertrauen in ihn setzen. Aber diese andere Frage, wie komme ich denn sozusagen auf die richtige Spur, das ist meines Erachtens natürlich auch nicht vollkommen zu gewährleisten, aber man kommt dieser Sache umso näher, je mehr Instrumente man hat, die man anlegt und dann, was das eine nicht bringt, bringt das andere. Da, wo sozusagen Signal Intelligence nicht weiterkommt, kommt vielleicht sozusagen ein V-Mann weiter. Also man muss sozusagen ein Set von Dingen haben, die auf etwas kommen können und sich nicht auf eins kaprizieren. Und das muss auch für die Menschen in den Verfassungsschutzbehörden gelten. Wir haben nach 2001 die ersten Islamwissenschaftler eingestellt. Das hat geholfen, aber so viel brauchen wir viele. Wir brauchen Leute im Personal einfach, die einen gucken auf dies, die anderen gucken auf das, die sagen, lass uns doch da mal was machen und der Nächste sagt da und dann gibt es natürlich rechtliche Einschränkungen auch in den Behörden selbst. Wir haben ja auch Juristen und die sagen, nee, das geht nicht. Aber sie müssen sozusagen die Vielfalt der Ansätze erhöhen, damit ein gutes Ergebnis rauskommt und sich nicht so kaprizieren auf eine Geschichte. Marcel Börner, eine ganz kurze Frage in die reale Arbeit Ihrer Kollegen. Unterstellt, es gäbe diese Form von Personalverstärkung. Haben Sie so eine grobe, also ich meine, wenn Sie Lauschangriff, Überwachung von Wohnungen, Ähnliches durchführen und das mal in Deutschland tun, bei einem deutschen zu überwachenden Objekt, haben Sie wahrscheinlich erstmal wochenlangen Schriftverkehr, bis die Protokolle ausgewertet sind. Wenn Sie den 15. afghanischen Regionaldialekt noch übersetzen müssen, dauert es wahrscheinlich noch ein paar Wochen länger. Wo ist da die Grenze? Ja, ne, muss man ja gucken am Ende des Tages, wo kriegt man die Spezialisten her, wer übersetzt das Ganze, wer bringt es zu Papier und an welcher Stelle liegt ein Ergebnis vor. Ist denn da ist nicht sinnvoller, wie Herr Murk schon angedeutet hat, zu sagen, mehr Analysten, die Punkte sinnvoll zwischen den Ohren verbinden zu einem Lagebild und zu einer Beurteilung, als noch mehr technische Signal Intelligence anzufordern oder zu haben, wie durch die Vorratsdatenspeicherung? Viele Wege, hoffe ich, führen nach Rom. Und auch, aber nur einer schnell. Einer schnell. Für alles brauche ich Menschen, die das irgendwie umsetzen. Ob nun bei Charlie Hebdo oder in anderen Ermittlungsverfahren, weiß ich nicht, ob das hypothetisch ist, dass trotz eines Rechtsinstruments hier keine Verbindungen aufgedeckt worden sind oder ob es schlicht jemanden gegeben hat, der geschlafen hat, oder ob man zu wenig Personal oder Experten da an diesen Themen auch in Frankreich beschäftigt. Sicherheitspolitik oder überhaupt Sicherheitslage steht und fällt auch mit gutem und qualifizierten Personal. Und ich kann nicht prognostizieren, wie viel Personal man landes- oder bundesweit bräuchte, um diesem Phänomen Herr zu werden, diesem Instrument Leben einzuhauchen. Wir als GdP beklagen öfter an anderen Stellen Gesetzgebungsaktionismus von politischen Richtungen, die dann sagen, dieses oder jenes müsste schärfer bestraft werden. Wenn das ist die schwarze oder die rote Seite? Das will ich jetzt mal wertfrei sagen. Schade. Ne? Es gibt immer mal verschiedene Bestrebungen durch Abschreckung. Ich sage jetzt mal Gesetzgebungsaktivitäten, Abschreckung zu erzeugen. Aber wenn ich das Personal, das Ermittlungspersonal nicht vorhalte, um wirkungsvoll auch in klassischen Kriminalitätsfeldern zu ermitteln, dann nützt die schärfste Gesetzgebung nichts. Also da erlebe ich manchmal aus konservativen Kreisen dann sehr starke Bestrebungen, Abschreckung zu erzeugen, die aber wirkungslos bleibt, weil dieselben Regierungen das Personal bei den Ermittlungsbehörden abbauen und dann damit die Gesetzgebungsverschärfung verpufft. Bei dem Thema Vorratsdatenspeicherung müssen wir Erfahrungen sicher auch sammeln. Und ich sage nochmal, wir speichern ja nicht als Staat, sondern wir rufen bei den Providern die Daten ab, die wir brauchen. Und für mich ist die Abwägung etwas anders bei den Freien Demokraten als bei der Naumann-Stiftung. Ich sage, wer Einbrecherbanden fangen will, der muss auch auf die Kommunikationsdaten zugreifen können, weil es für mich ein katastrophaler Zustand ist, dass wir hohe Fallzahlen haben und unter 10% Aufklärungsquote. Und da glaube ich, dass das einer von vielen Wegen wäre, hier ein wenig wirksamer zu ermitteln. Manfred Börner, ganz herzlichen Dank. Wir sind gleich in der letzten Runde und werden noch mal ein bisschen Blick nach vorne werfen, unter anderem auch das Thema streifen, was uns vielleicht ein bisschen noch unter den Nägeln brennen wird, nämlich das Thema, was passiert bei der digitalen Kriminalität, Cybercrime und ähnlichen Dingen. Danke Ihnen erstmal bis hierher. Wir geben zurück zu den Nachrichten und sind in schätzungsweise 5 Minuten wieder da. Ich hoffe, Sie sind auch da. Applaus